Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Und ich freue mich. Der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Das hier eingeschalten habt. Und wir sehen hier gerade einen Mann, der halt da ist. Aber nur halb. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sind sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich. Kein Ort für Dummköpfe. Ich bin kein Dummkopf. Mr. Lin. Unten. Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Déjà-vu. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Shantytown seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Nach Shantytown. Lass uns doch mal nach Shantytown gehen. Noch nie gehört. Bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Was so eine gute Idee war. Oh je. Musik. Von dort, oder? So. Der Typ dort ist aber auch am Dauerreden, kann das sein? Ich frage mich, wo er die ganzen Texte mal herbekommt. Boah, wie Jumpshotten uns hier durch die Gegend. Oh, oh. Hier, ich hätte das gern mal. Oh. Yeah. Jetzt kommt. Und. Huh. 360. Warum ist er nicht tot? Und nochmal. Oh. Hallo. Jetzt reicht's hier aber. Moment noch. Zweimal den übelsten 360 getroffen und trotzdem nicht tot. Also nee. So. Ich hoffe schon, das Projekt mit dem... Ja, mit dem Herrn Adaption LP kann ich das schon mal sagen. Oder eher gesagt mit der Crew, weil das sind mehrere Leute. Und mit denen mache ich, wie gesagt, habe ich ja schon ein paar vorher angekündigt, dass ich mit ihnen ein Projekt mache. Ich hoffe, das ist schon am Laufen. Und das weiß ich ja jetzt noch nicht, weil ich nehme den Part ja jetzt schon auf. Und das jetzt ist ja eigentlich vor 2 oder 3 Tagen. Man kann ja nie wissen, was in der Zeit alles so passiert. So, was haben wir denn hier? Bronco-Hilfe verleiht die Fähigkeit, Schwebeeffekte von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Komisch. Komisch. Aber wir nehmen es einfach mal. No risk, no fun, würde ich mal so sagen. Und dann brauchen wir noch hier. Ups, nein. Das war falsch. Da haben wir wohl etwas zu schnell geklickt. Aber das ist alles okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir eigentlich noch mit Bioshock voll bekommen.
Ich würde mal sagen, so um die, in dem Tempo, in dem ich spiele, glaube ich, bis an die 40 Parts werden wir, glaube ich, schon kommen. Ansonsten müsste ich mir dann bald mein nächstes Spiel suchen. Mal gucken. Wenn ihr ein paar Vorschläge habt, könnt ihr sie einfach in die Kommentare schreiben und dann werden wir es ja mal sehen, was sich dann so ergeben wird. Auf jeden Fall kommen wir hier immer noch nicht rein. Ich hatte nach dem letzten Part schon mal geguckt an der Tür, da meinte sie, dass man die Tür mit einem Rambock aufmachen müsste. Aber wo kriegen wir denn bitte einen Rambock her? Oh, da steht jemand. Wollen wir ihn doch mal beim Pinkeln stören, würde ich sagen. Oh. Hallo. Hey. Wie kann er uns denn sehen? Wir waren doch gerade erst hinter der Ecke vor. Ja. Wow. Die kann sich aber gut teleportieren. So, kommen wir jetzt hier hoch oder wie? Müssen wir hier irgendwie hin? Nee. Okay, na gut. Tja. Was haben wir denn hier? Einen Kran? Okay. Ah, okay. Ich probier's mal. Na dann mal los. So. No. Ach, das war für einen Lockpick, alles klar. Da, ich dachte, wir kommen hier weiter. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knacker, denn was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Code. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Das Codebuch. das Codebuch. Vielleicht finden wir es ja dort. Ja. Da sieht man mal, mit welchen Leuten ich mich hier abgeben muss in Bioshock. Mit Codeknackerin. Na, lecker. Hallo, haben wir jetzt einen Lockpick dafür verwendet, dass wir hier rein können und hier nichts drin ist? Das ist ja echt irgendwie, ja, nicht so toll. Aber na gut. Tja, irgendwie habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Was hat sie nochmal gesagt? Haben wir hier eigentlich irgendwo die Missionsziele? Nein. Good time, ja. Hätte ich jetzt auch gern. Wobei, habe ich eigentlich. Oh, ein Hebel. Wieso haben wir den vorher nicht gesehen? Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Ja. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Wow, das sieht echt cool aus. Wie dieses Haus dort schwebt und dann über so einen Steg verbunden ist. Das ist echt gut gemacht, muss ich sagen. So. Nicht weiter schießen. Och, ich dachte gerade, sie wäre eine Feindin. Oh, wir können uns. Ja, okay, die Deckung hätte ich auch nutzen können. Jump Shot. Oh je. Los, los. Go, go, go. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schadensboost. Okay, ich glaube, für die Shotgun können wir sogar gar nichts mehr kaufen irgendwie. Da haben wir uns doch wohl schon alles gekauft, wie es aussieht. Oh, sogar ein Treffer. Oh. Oh, wir sind knapp bei Leben. Ups. Na, das haben wir doch mal ganz gekonnt irgendwie geschafft. Und dann können wir gleich mal weitergehen. Oh, was ist das denn? Ein Sieh einer an. Trank. Okay. Hey, da ist ein Lockpick. Wo? Wo ist ein Lockpick? Wo? Das ist eine Magnum. Oder Kaliber. Ach so, okay. Kaliber Magnum.
wie auch immer sich das dort alles organisiert mit den ganzen Kalibern dort. Ach so, okay, ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene. Aber wie es aussieht, nicht. Shantytown. Elizabeth liegen die Menschen und bla 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 bla. Denn wir konnten es nicht weiterlesen. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Na. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Na. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Oh, Kinder. Cool. Und ein Mensch. Was hat der? Oh. Schade, dass wir die Waffen nicht wegpacken können. Ach, der ist ja gar kein Kind hier. Oder? Der sieht ziemlich erwachsen aus. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Was? Was war jetzt? Dürfen wir nicht klauen oder wie? Ach. Das war jetzt irgendwie nicht so toll. Naja, gut. Aber wir wollten das jetzt haben irgendwie. Ich tue euch nichts. Alles in Ordnung. Mein Henk hat seine Stelle bei Fink verloren und sie haben uns alle gekündigt. Ja. Wir haben alle Probleme. Auch ich. Ich habe zu kämpfen mit denen. Oh. Ach so, wir dürfen also nicht klauen. Dann sind die ziemlich wütend auf uns. Oh. Naja, so viel dürften die eigentlich gar nicht haben. Was haben wir denn hier? In Ordnung. Lebensmittelsäcke. Ah, okay. Na gut, das war jetzt blöd von mir. Ich hätte sie, glaube ich, da weglocken können und dann... schade. Haben wir mal zu früh gehandelt, anstatt mal nachzudenken. Aber okay. Das nächste Mal. Gibt's immer. Ja. Kann euch ja mal noch was erzählen von meiner Konsolen. Na, ich habe nebenbei noch eine Konsole, sagen wir mal so. Eine Xbox. Und da wollte ich mir letztes Mal GTA 4 holen. Nicht 4, ich meine den fünften Teil. Und leider, beziehungsweise ich bin in den GameStop gegangen und durfte dann feststellen, dass das Spiel 70 Euro kostet. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, was mal. Ich meine, es ist ein gutes Spiel, aber man kann es auch übertreiben. Oh mein Gott! Guck mal hier! Ups, falsche Waffe. Wow, was hat der denn für Luftstunts hier gemacht? Aber ich muss sagen, mir gefällt dieser Granatwerfer. Der ist echt cool gemacht. Na, wo bist du? Nicht hier? Oh, okay. Da haben wir schon wieder eine Pipeline, da gehen wir doch gleich lang. Wo kommen wir denn hier hin? Was haben wir denn da unten? Das würde mich ja mal interessieren. Oh, ein Waffenschrank. Oh, wow, was haben wir denn hier? Oh je, was ist das denn? Oh, was ist das? Irgendwas schießt uns hier ab. Oh, was ist das? Ehrlich jetzt mal. Danke. Ah, ach, da oben ist irgendwas. Ach, hier, die Geschütze. Wow, die halten echt eine Menge aus. Ob wir die verzaubern können.
Nee. Gut. Wo geht's denn hier lang? Los! Aber klar! Panzerfaust. Das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Wow. Ich brauche jetzt keine Salze, vielen Dank. Oh. Also die Geschütze, die sind ja mal echt stark. Nein. Wow. Also, das verstehe ich nicht ganz, wie man hier stirbt. Wir fallen runter und sind direkt wieder oben. Warum? Sterben wir nicht oder so? Trifft er überhaupt? Oh, okay, eins ist schon kaputt. Dann nehmen wir uns mal das... Ah, ein Moskito. Der kann uns doch mal helfen. Derzeit können wir hier mal gucken. Oh, was ist denn hier passiert? Hm. Elizabeth. Haben die etwa meinen Moskito schon wieder zerstört? Einen Moment bitte. Ja. Oh, wo kommen die denn her? Hallo. Wow. Da war ihr Kopf mal ab. So. Das dürfte es jetzt aber eigentlich gewesen sein. Gott. Öffne ihn. Okay. Das klingt ja auch mal ein bisschen komisch. Aber na gut. So ist die deutsche Synchro halt immer. Wow. Mach's auf. Wir sind im Kampf. Wo ist hier noch jemand? Oh, hier. Oh, wen haben wir denn hier? Oh. Warum tötet er sich nicht selbst eigentlich? Okay, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu OP. Der hält aber echt eine Menge aus. So, jetzt dürfte es aber das für ihn gewesen sein. Wow, wir haben sein Knie zerschossen. Cool. Ja. Das ist ja echt mal cool gemacht. Ich brauche jetzt eher Leben. Naja, gut, das klappt eigentlich alles. Mit unserer Shotgun sind wir ziemlich gut. Beziehungsweise ziemlich gut ausgestattet. Elizabeth? Eine Sekunde. Muss ich schon sagen. Fertig. Ja, so schnell kann ich Schlüssel auch nochmal aufmachen. Und ich sag jetzt mal, ich mache hier einen Cut, weil ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und reingehauen.